Genau, Tilda, pass auf. Jetzt machen wir Folgendes. Hallo Kinder, wir wollen ein Zählspiel machen. Tilda hat einen Würfel. Und Tilda würfelt zum Beispiel eine 2. Währenddessen ziehe ich eine Karte. Und Tilda hat die Aufgabe, von der 2 bis zu der Zahl zu zählen, die ich gezogen habe. Verstanden? Auf geht's. Tilda hat eine 1 gewürfelt. Ich ziehe diese Zahl. Wir zählen gemeinsam. 2, 3, 4, 5. Gut gemacht. Nächsten Würfel. Tilda hat eine 6 gewürfelt. Ich ziehe diese Zahl. Tilda zählt weiter. 6, 7. Tilda hat die 3 gewürfelt. Ich zähle die 17. Tilda zählt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Gut gemacht, Tilda. Und einen schaffen wir noch. Ihr zählt natürlich schön zu Hause. Tilda hat schon wieder eine 3 gewürfelt und wir ziehen diese Zahl. Das ist die, diese hier. Und Tilda zählt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und weiter geht's. Die 2 von Tilda. Und ich habe diese Zahl gezogen. Tilda zählt los. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wunderbar. Jetzt kann man das Spiel umdrehen. Tilda würfelt. Ich zähle eine Zahl. Tilda zählt von dieser Zahl so lange zurück, bis sie bei der gewürfelten ist. 7, 6. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei. Gut gemacht, Tilda. Tilda hat eine 4 gewürfelt. 4. Tilda hat eine 2 gewürfelt. Von der 14 zählt sie zurück bis zu 2. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jetzt wisst ihr, wie das Spiel geht und könnt zu Hause das Vorwärts- und Rückwärtszählen weiter üben.